Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angespielt. Divine Might heißt das Spiel heute. Da steht es. Anfangs kein Sound. Ich weiß nicht, warum hier überhaupt kein Sound drin ist. Ich hoffe mal, das wird sich im Laufe des Angespielts noch korrigieren, sozusagen, dieser kleine Fehler. Also wir haben hier unterschiedliche Klassen. Und zwar einmal der Krieger sucht ultimative Stärke. Die Schützin hat flinke Füße. Der Magier meistert die Talente, Elemente, nicht Talente, Ritter erfüllt von spiritueller Kraft. Oder den Meuchler, der anscheinend neu ist, Fürst der finsteren Nacht. Stärkentreffer an ausweichen Angriffsgeschwindigkeit. Später hohe Treffer ausweichen Angriffsgeschwindigkeit. Ich würde sagen, bogenmäßig sieht das ziemlich geil aus. Also in jedem Spiel mag ich eigentlich so bogenmäßig, der überhaupt gar nicht. Nahkämpfer sind total kacke. Also entweder Magier, wobei ich über die Schützin, ich meine, die sieht total cool aus. Ich finde, die sieht richtig, richtig gut aus gerade. Meuchler von der Seite so. Sieht ja auch nicht schlecht aus. Meuchler oder Schütze sind beides ziemlich geile Dinge. Hat flinke Füße, Stärken, Ausweichen und Angriffsgeschwindigkeit, später hohe Ausweichen und Angriffsgeschwindigkeit oder Fürst der finsteren Nacht. Ach, schwierig. Ich nehme den Schützen mit. Nehmen wir noch einen Namen mit. So, erstellen. Auf geht's. Jetzt ist Sound da, wunderbar. Verstehe ich nicht, warum man in dem Menü kein Sound hat. Das finde ich ein bisschen irritierend und abweisend so ein bisschen. Aber okay, jetzt haben wir es, ja. Ist auch alles auf Deutsch. So, da sind wir. Oh, guck mal. Was haben wir hier unten? Okay, kann man so ein bisschen unser Menü ausklappen. Info-Touch-Quest, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hinter. Okay. Ich muss das Tablet in der einen Hand und dann mit der anderen Hand ein bisschen rumsteuern. Ich habe Spitze und einen flauschigen Schwanz. Okay, Lori, alles klar. Wir werden uns das nicht durchlesen, wir machen einfach die Quest und das ist immer so, dass man sich da einfach nicht durchliest. Ist mir relativ egal. Finde den Weg, nebeliges Tal. Auto-Quest, okay. Okay, wenn ich hier draufklicke auf Finde den Weg, dann läuft er automatisch hin. Schön. Nebeliges Tal. Haupt, erste Schritte, schließe Nebeliges Tal 1 ab. Okay. Ein Wolfi. Hi, Wolfi. Also es scheint ein Autokampf zu sein. Viel müssen wir selber nicht machen. Das ist der nächste Wolfi. Die kämpfen wirklich automatisch. Das heißt, ich muss gar nichts machen. Die kämpfen komplett automatisch. Okay. Da hätte ich mir vielleicht doch einen Meuchler mitgenommen. Aber gut. Nächster, Wolfi. Wolfi, kann man die Wolfi nennen, Alter? Das ist richtig putzig gemacht, das Spiel auf jeden Fall. Statt Wölfen, Wolfi. Süß. Sehr vorsichtig, hat der Kommandant gesagt. Vorsichtig ist doch eine Untertreibung. Diese Wölfe sind riesig, ich passe besser auf. Wenigstens lassen sich diese riesigen Pelze zu großartigen Ausrüstung verarbeiten. Aber es ist seltsam. Warum habe ich dieses Gefühl, schon einmal hier gewesen zu sein? Dieser Ort, diese Tiere, alles. Alles fühlt sich vertraut an. Mhm. Zu Anbeginn der Zeit erschufen die Götter die Welt und das Reich leer. Im Laufe der Jahre jedoch verloren viele Menschen ihren Glauben. Sie vergaßen die Götter und diese wandten. Was? Okay, ich kann das nicht vorlesen. Das ist zu kurz. Schade ein bisschen, da kann man die Texte sich nicht so richtig durchlesen. Aber gut. Ein riesiger Vulkan. Ja, so ein bisschen. Wir sind auf dem Vulkan drauf. Fast da. Die Seele Leias ist so nah. Wenn ich sie erreichen kann, kann ich den Skelettkönig versiegeln und diesen Krieg ein für alle Mal beenden. Aha. Die hat dann früher anscheinend schon mal wirklich die Welt gerettet. Der Boden. Nein, ich bin zu spät. Und da ist der Skelettkönig. Wow, sieht der geil aus. Natürlich bist du das unwürdiges Wesen. Die Götter hatten lange genug Mitleid mit euch Menschen. Sie schenkten euch freien Wind, ihr habt ihnen den Rücken gekehrt. Damit ist nun Schluss, möge das Zeit der Dunkelheit und des Chaos beginnen. Nur über mein Leiches, Skelettkönig. Ich werde nicht weichen, ich werde dich nicht gewinnen lassen. Mensch, ist schon wieder mein PC abgestürzt. Cool. Kämpf gegen mich. Wie du wünschst, und dann wird die Seele Leias mir gehören und die Menschen werden ihren rechtmäßigen Platz als Diener der Truppen des Chaos einnehmen. Okay, also mein kleiner Charakter hat irgendwann mal gegen den riesen Skelettkönig gekämpft, ganz in der früheren Zeit. Wer hat gewonnen?
Ich denke, das gelingt, König. Ich werde es nicht schaffen. Mächtige und gnädige Götter, bitte hört mich an. Wir Menschen lieben dieses Land genauso sehr, wie ihr es lieben müsst. Kommt und kämpft für die ewigen Seelen Leas. Bäm, mega Gott. Ne, doch nicht, er ist gestorben. Also, verwundet. Zeus, Glaube. Ordnung. Mut. Stärke. Dieses Opfer beweist das Gute am freien Willen. Das Herz. Wir werden für Leia kämpfen. Ihr werdet mich nicht aufhalten, keiner von euch. Die fünf Götter Hades, Poseidon, Athene und Zeus gegen den Skelettkönig. Na, das muss ja was werden. Das war also in der Vergangenheit gewesen. Verbannt mich, versiegelt mich, ich werde zurückkehren. Merkt euch meine Worte, das schwöre ich. Besiegt. Wir werden alle unsere Kräfte aufbringen müssen, um die Ordnung in Leia wiederherzustellen. Danach werden wir ruhen müssen, um wieder zu Kräften zu kommen. Doch wir werden tun, was getan werden muss. Die Opfer, die unsere gefallenen Krieger gebracht haben, müssen anerkannt werden. Für sie wird der Tod nur eine Reise sein. Sie werden wiedergeboren werden. So wie ich. Meine Seele wird wiedergeboren. Ein Menschenalter später. Und da bin ich! Welch merkwürdige Erinnerung sollte das tatsächlich ich gewesen sein? In einem früheren Leben? Was ist das dort? Was ist dort? Was ist das dort drüben? Oh, das ist Thors Hammer? Zeus Hammer? Thors Hammer? Thors Hammer, glaube ich. Ein Hammer. So mal. Glückwunsch, du hast deine Waffe gefunden. Du solltest sie veredeln. MacOS hat ausreichend aus der Mine erhalten, okay. Ja, dann gehen wir mal die Kiste aufmachen. Da haben wir gewonnen. EP plus 60, Silber plus 12, Ehre plus 5 und keine Gegenstände. Für neue Funktionen melde ich jeden Tag an, um meine Belohnung zu halten. Schließe den bis Teil 3 ab, um einen Trank freizuschalten. Mazer hat besiegt Dornendrache Elite. Neue Funktion, veredle Ausrüstung, um mächtiger zu werden. Schließe den Teil 3 ab, um einen Trank zu halten, okay. Veredelung öffnen, dann schauen wir mal. Veredeln, der alte Bogen. Und er ist jetzt Stufe 2. Schön, wa? Okay, dann findet den Weg. Autoquest. Achso, jetzt muss man wieder zurück. Mesa besiegt Kobold an für Elite. Okay. Here's a tip and a spear behind. Immer noch Belohnung. Anfängerbelohnung. Anmeldetag, wenn man ganz los hier durchklicken. Online. Tägliche Online-Belohnung 12.000 Silber. Nochmal, erhält in 5 Minuten neue Online-Belohnung, okay. Ist das alle paar Minuten erhält man, oder alle nach einer bestimmten Zeit bekommt man ein paar Belohnungen. Und hat irgendwann 3 Millionen Silber mal 7 gewonnen, okay. Not bad. So, Tag 1, Gold 10, Ausdauer 10, Ruhm 100. Okay, die scheinen richtig abzugehen gerade. Nebliges Tal 3. Ja, jetzt haben wir dann insgesamt bis zu 5 geht's vor. So, jetzt sind wir ein bisschen stärker geworden. Statur 21, 128 Schaden, schön. Und er hat schon wieder was vom Tempel erhalten. Oh, jetzt sind es 2 Gegner. Wir können gut ausweichen, das ist okay. Und was hat er gewonnen? 3 Millionen Silber mal 6. Not bad. Ja, die sind dann sicherlich reich, die Leute, die das dann erhalten. Seltsam, die Wölfe tragen Halsbänder, sogar welche aus gutem Eisen. Ich frage mich, ob sie hier irgendjemand abrichtet. Na, das wäre ja total gemein. Das wäre ja wirklich fies und so. Aber kann man ausstellen, dass die Dinger da oben die ganze Zeit nerven? Also ich sehe selbst, auf welchem Server ich hier bin, wusste ich selber nicht mal, okay. Und dann schauen wir optionsmäßig ganz kurz, wo man dann vielleicht ausstehen kann, dass die Leute angezeigt werden. Ja, das kann man sowieso machen. Laden Hintergrund, Musik runter, Down- und abgeschlossene Sprache bleibt. Goldbestätigung, Konto, Wechseln, Konto stehen. Interessant. Also auf jeden Fall kann man das nicht entfernen, dass hier oben die Leute mir auf den Sack gehen. Online-Belohnung, halt in 10 Minuten neue Online-Belohnung. Okay. Und Anmeldebonus habe ich doch aber gerade schon bekommen. Gut, finde den Weg. Dann gehen wir mal wieder weiter. Achso, das ist eine neue Mission, verstehe. Ein neuer, verrückter Mensch, der mir hier Befehle erteilt. Nebliges Tal 3. Jetzt sind da sogar noch weiterhin, wenn wir hier zugekommen, ne?
Fahi, achso, den muss man anscheinend, mit dem muss man anscheinend jetzt reden. Du bist so der Barbar, der hier reingestimmt kommt und meine Wölfe umbringt. Halt still, damit du im eigenen Leib erfahren kannst, wie es sich anfühlt, gehäutet zu werden. Spiele nicht den Unschuldigen. Wenn die Wölfe deine Haustiere sind, bist du für den Metalldiebstahl in der Stadt verantwortlich. Dieses Material gehört den Bürgern. Heul doch, wer es findet, darf es behalten. Gib das Eisen zurück oder ich nehme es mir. Es liegt bei dir. Ich denke, wir werden kämpfen, richtig. Also ich hätte jetzt doch lieber den Meuchler genommen, wenn es so diese Kämpfe sind. Glaube ich, wäre der Meuchler ziemlich cool gewesen. So, Fahi ist tot oder besiegt? Ja, er ist tot. Was ist das dort beim Feuer? Aha. Was ist das? Glückwunsch, du hast Tränke gefunden. Schau dir an, was sie beinhalten. So, wieder keine Gegenstände bekommen. Schade. Kommen wir mal ganz kurz eine neue Funktion: Trank. Verwende Tränke, um Grundattribute des Charakters zu verbessern. Schließe Beschwörung ab, um Vertrauen freizuschalten. Info. So, da haben wir Charakter, Lebenspunkte. Unten links hier der Stärke, Intelligenz, Gewandtheit. Klasse Schütze, Stufe 3. Physischer Angriff, magischer Angriff. Durchdringung, Blocken, Parieren. Veredeln. Können wir den veredeln? Veredeln jetzt verfügbar? Vorher nicht, oder wie? Ausrüstungsstufe kann nicht höher sein als Charakterstufe. Okay. Heißt also, jetzt haben wir das Ding nochmal erhöht gehabt. Veredelt auf Stufe 3. Okay. Tränke. Stärke, Tränke 1. Wenn Tränke gleicher Stufe mehr als Dampf verwendet, nimmt die Wirkung ab. Aber welche Tränke habe ich denn? Gar keine, oder wie? Ich habe irgendwelche bekommen. Und vielleicht nur die Fähigkeit, Tränke zu benutzen, wer weiß. Okay, Autoquest, dann gehen wir wieder zurück zum Typen hier, zum Zwerg gerade am Anfang. Kupferhammer. Und nächste Quest. Wir klicken es einfach durch, Mann. Wenn ihr es gerne möchtet, könnt ihr euch das gerne durchlesen. Finde ich jetzt aber fürs Angespielt unnötig. Nebeliges Tal 3 oder Feental 1. Unten ging es schon weiter, unten links, habt ihr es gesehen? Eine Harpie, ein neuer Gegner. Harpien? Wie sind die Harpien? Ich dachte, Harpien und Feen verstünden sich nicht besonders gut. Von denen bekomme ich wohl sowieso keine hilfreichen Antworten. Hoffentlich finde ich noch Spuren der vermissten Karawane. So, kämpfen mal. Oh, halten nicht so viel durch wie die Wölfe. Machen wahrscheinlich mehr Schaden, denke ich mal, wenn sie jetzt mal angreifen oder treffen sollten. Ja, zwei Stück. 8 Schaden. Drei. Na, jetzt wird's aber unfair. Aber wie gesagt, ich hätte doch lieber einen Meuchler mitgenommen, ehrlich gesagt. Also ein Nahkämpfer mit zwei Dolchen ist schon ziemlich nice. Das ist schon ziemlich geil. Okay, wir kriegen ja nicht wirklich, also ein bisschen ab und zu, ich weiß gar nicht, wo sieht man denn unsere Erfahrung? Vielleicht mal hier raufklicken, ne? Ja, 220. 222 von 400. So, wir sind, glaube ich, wieder eine Stufe aufgestiegen. Nein, sind wir nicht. Wir haben gerade mal 40 Erfahrungen bekommen. Das ist ein begrenztes Event. Erhöhe während des Events eine VIP-Stufe erwähnt, erhalte Bonusbelohnungen. Okay, brauche ich aber nicht. Ne, verzichte. Alles nur so echt Geldzeug. Kann sie sich sonst wohin stecken. Eine Nachtfee. Die hat wieder ein bisschen was durch. Die macht auch ganz gut Schaden. Zwei Nachtfeen. Aua. Na, nicht ausweichen. Ah, die machen aber gut Schaden. Die machen wirklich gut Schaden. Kann niemand Deutsch. Oh, jetzt können wir theoretisch chatten. Yo! Yo! iOS, guck mal. Gut, da steht sogar drauf, auf welchem System man spielt. Und hier ist auch noch alles, achso, Welt. Gilde, Welt. Kann man das hier irgendwo einstellen? Nee, war auch nicht. Kann man Smileys benutzen? Ach nein, wie niedlich, Kanzel. Mach's mal weg. Wie so einen komischen Smiley nicht senden. Ja, also iOS oder Android steht immer davor, ist not bad, ist cool. Cool. Okay, weiter geht's. Drei Nacht, ich glaube, ich habe. Ach so, mit jedem Kampf kriegen wir die HP wieder neu, oder wie? Wobei es natürlich
Ah, okay, wir müssen aber schon der letzte Kampf gewesen sein. Ich glaube, jetzt kommt die Kiste und das war's, ja. Also sonst hätte man, glaube ich, ein Problem gehabt bei weiteren. Ja, also ihr müsst die ganze Quest machen und so weiter. Ausdauer 190 noch da oben, seht ihr das, bei meinem Charakterporträt. Aber ich kann noch immer noch eine ganze Menge an Quests machen. Eine Frage, wie ist das mit dem was? Ich habe gerade selber, ich kann keine Fragen beantworten. Wie ist das mit der Gilde? Wenn ich jemanden einladen will, hast du dann Ahnung, wie das geht? Nö. Tja, ich spiele es selber gerade erstmal. Ihr habt da keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wo das steht. Wie viel Ausdauer man hier benötigt für einen so ein Level. Ah ja, wir machen das jetzt noch. Dratsch, Dratsch. Hey, Hilfe! Dratsch, was ist passiert? Ich bin Dratsch. Was? Shu hat mich gefangen genommen. Er verwendet meine Fähigkeit, um die armen Feen zu verhexen und das Tal zu kontrollieren. Was für ein Scheusal. Haha, wie schön. Noch ein Spielkamerad. Ich werde dich auch behalten. Ich habe noch einen Käfig. So, Hu, ich werde deine bösen Taten ein Ende setzen. Haha, er zittert vor meiner furchteinflößenden Macht. Okay, jetzt kämpfe ich. Wow, der ist aber wirklich stark. Aber ich werde ihn wahrscheinlich gerade so killen können, oder? Nein, der hat mich besiegt. Hat er mich besiegt? Nein, nein, nein. Der hat einfach nur Glück gehabt. Einfach mal wieder kämpfen, so lange, bis halt das Ausgewichen und so weiter auf eurer Seite steht und der Gegner hier nicht 100.000 Mal ausweicht. Das ist wirklich, ja, doof, dass es wirklich so lackabhängig ist, aber gut. So, Hu ist besiegt. Und Dratsch ist frei. Danke für deine Hilfe. Shu hatte wirklich für Schwierigkeiten zwischen den Harpy und den Nachtelfen sorgen können. Und außerdem war er ein Fiesling. Es war also auf jeden Fall seine Schuld, dass es zum Teil nicht mit rechten Dingen zuging. Aber der jetzt weg ist und du frei bist, sollte bald alles wieder alles normal sein. Du bist also gekommen, um die Insel zu retten? Du kannst mich bei Meister Yu anheuern. Wenn, dann werde ich dich unterstützen. Das wäre wunderbar. Bis später. Vertraute freigeschaltet. Das ist so Begleiter, die man anscheinend mitnehmen kann. Dann später. Schauen wir uns gleich mal an. Vielleicht kriegen wir gleich einen Tipp. Nein, kriegen wir nicht. Schade. Der Gilde. Okay, wir gehen mal ganz kurz gucken. Das ist Meister Yu. Is the greatest ally. Aber ich kann keinen anheuern. Hope is the greatest ally. Jo, kann ich dir sagen, du bist doch noch nicht so weit. Ja, bin ich auch. Wer weiß denn das? Ah ja, okay, man kann es angucken. Na, Blume? Will ich überhaupt gar nicht wissen, was das ist. Echt, was ist das große Geheimnis? CK, du kannst keinen einladen, oder wie ist das denn? Die müssen sich bei dir bewerben in der Gilde. Okay, wo können sich bei mir welche bewerben? Achso, man kann also keine Leute einladen, die müssen sich lediglich bewerben. Ja gut, das ist aber jetzt nicht so ungewöhnlich, dass die Leute sich nur bewerben können bei der Gilde. Das ist jetzt nichts Neues. Okay, Auto. Oh, da ist noch ein Auto-Quest, so ein cooles Porträt. Vielleicht machen wir die auch noch. Ach ne, das ist Astus Meister Yu. Ah ja, jetzt kann ich Dratsch beschwören. Anforderung 0 Ruhm 100 Silber, physischer Angriff, also physischer Angriff, physisch, magischer Angriff, magisch. Schwert der Liebe, Einzelangriff versucht nur 15 physischen Angriff und Ring der Liebe veranstaltet Lebenspunkte wieder. Das ist ja cool. Vertraute. Fügt Vertrauten zur Gruppe hinzu. Das ist ja nice. Is the greatest ally. Cool, auf jeden Fall. Jetzt haben wir einen kleinen Freund, Dratsch. Glashöhle 1. Wir werden jetzt ganz kurz einen Kampf mit Dratsch machen, zusammen. Schauen wir mal, wie der Begleiter sich so macht. In der Glashöhle 1. Ja. Blindes Scheusal. Er greift einfach an. Nochmal zusätzlich. Kann uns im Kampf eventuell auch heilen. Wird dann, denke ich, auch gleich machen. Ja, da macht er und heilt uns schon. Also, er heilt uns sowieso. Okay. Ich glaube, das ist passive. Oh, jetzt sind es zwei jetzt. Ich glaube, ohne Healer hätte ich ihn jetzt nicht besiegen können. Dann wäre ich gestorben. Durchaus möglich. Durchaus möglich. Also, cool. Mit dem Freund ist auf jeden Fall wesentlich einfacher. Elite Dungeons Tyrant, da hätten gute. Oh, egal.
4000 Silber, 10 Gold, dafür, dass ich 15 Minuten das gespielt habe. Ja, und damit würde ich sagen, Leute, war es das gewesen. Hier, wenn ihr wegen Dingens wissen wollt, Gilde und so. Das war es gewesen mit Divine Might. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer spielen möchte, Videobeschreibung sind die Links zum Spiel relativ einfach am Anfang, auch viel erklärt. Ja, ich habe gerade selber gelesen. Ich habe meinen Namen gelesen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei einem Angespielt. Wer spielen möchte, ist anscheinend auch ganz nett, wenn man mit Deutschen redet. Ist anscheinend ganz nett und Flame nicht. ja, dann probiert es doch gerne mal aus, wenn ihr möchtet. Divine Might, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Angespielt. Ciao, Leute.